Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Ralf Katterneck, ich bin Group Vice Präsident der CAT-Gruppe und damit zuständig für das globale Textilgeschäft. Dies umfasst die Sortimente der Textilhilfsmittel und der Textilfarbstoffe. Ich möchte Sie heute einladen zu einem neuen AFPW-Tutorial. Ja, mit dem Titel Funktionalisierung von Schutztextilien, respektive Textilien im Allgemeinen. Unter dem Motto Die Chemie bringt's möchte ich heute sehr gerne an das Tutorial von Mattes und Ammann, von Herrn Moser, Der Stoff macht's, anschließen. Bevor wir in das Thema einsteigen, erlauben Sie mir bitte vorab ein paar Worte zur CAT und meiner Motivation für die Gestaltung dieses Tutorials. Die CAT ist weltweit bestens aufgestellt. Sie ist ein mittelständischer globaler Player für Spezialitätenchemie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben über 5.000 Produkte und liefern diese an mehr als 10.000 Kunden. Wir sind weltweit mit 27 eigenen Gesellschaften tätig und generieren einen Umsatz von 535 Millionen Euro. Wobei die letzte Akquisition innerhalb der Bauchemikalien von circa 40 Millionen Euro Umsatz nicht enthalten ist. Wir haben 2.200 Mitarbeiter, mit denen wir knapp 180.000 Tonnen an Spezialitäten produzieren. Ein Blick auf die weltweiten Zahlen der Johns Hopkins Universität zeigen, dass weltweit etwa 4 Millionen Covid-19-Erkrankungen vorliegen, 273 bestätigte Todesfälle, sprunghaft gestiegener Bedarf an medizinischer Schutzkleidung sichtbar wird und wir eine dramatische Verknappung des Weltmarktes an Schutzausrüstung haben. Meine Motivation für dieses Tutorial ist es, Ihnen aufzuzeigen, dass die CAT für den Bereich der textilen Schutzausrüstung und darüber hinaus einiges an Produkten zu bieten hat, die einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der Covid-19-Pandemie leisten können, aber ebenso für die Zeit danach. Wenn wir uns den Inhalt des Tutorials anschauen, so möchte ich auf folgende Themen zu sprechen kommen. Warum macht eine Funktionalisierung von Textilien absolut Sinn? Wie funktioniert es? Für welche Textilien ist es besonders geeignet und sinnvoll? Was bietet Ihnen die CAT an und wo können wir Ihnen helfen? Ich möchte ein paar Worte sagen zur Kooperation der CAT mit HiQ, ja, in der antiviralen Ausrüstung und zum Ende des Tutorials eine kurze Zusammenfassung machen. Schauen wir uns an, warum eine Funktionalisierung Sinn macht. Um eine Strategie zu entwickeln, wie man Infektionspfade unterbrechen kann, muss man zuallererst die Übertragungswege kennen und verstehen. Verschiedene Arten von Coronaviren lösen bei Menschen typischerweise gewöhnliche Erkältungskrankheiten aus. Darüber hinaus sind in der Vergangenheit Coronaviren wie etwa SARS oder MERS aufgetreten, die zu schweren Atemwegserkrankungen geführt haben. Zielorgane des neuartig aufgetretenen Viruses SARS-CoV-2 sind auch die Atemwege. Der wichtigste Übertragungsweg ist dabei eine sogenannte Tröpfcheninfektion, bei der die Coronaviren von infizierten Menschen oder Tieren über Tröpfchen in die Luft abgegeben und anschließend eingeatmet werden. Diesen Weg sehen Sie in der Grafik oben angedeutet. Weiterhin können verschiedene Atemwegserreger über Schmierinfektionen übertragen werden. Hierbei gelangen Erreger, die sich auf den Händen befinden, an die Schleimhäute der Nase oder des Auges, wo sie zu einer Infektion führen können. Diesen Übertragungsweg sehen Sie im unteren Teil der Abbildung illustriert. Die Übertragungswege lassen schon erahnen, dass ein Textil sowohl eine Schutzfunktion ausüben kann, beispielsweise als Maske, gleichzeitig aber als Vektor auch Keime weitertragen kann. Dies soll die nächste Folie verdeutlichen.
Textilien, Infektion und Übertragung. Textilien bieten eine gute Oberfläche, die die Weiterverarbeitung von Bakterien und Viren unterstützt. Viele Viren und Bakterien sind Krankheitserreger, die zu schweren Erkrankungen und zum Tod führen können. Jährlich beruhen Tausende von Todesfällen auf der Übertragung von Krankheitserregern. Auf textile Oberflächen können Viren und Bakterien über den Zeitraum von Tagen bis zu Monaten aktiv bleiben. Untersuchungen haben ergeben, dass zum Beispiel das menschliche Coronavirus SARS-CoV bis zu 2 Tagen bei Zimmertemperatur auf Operationskitteln aktiv sein kann. Schauen wir uns nun den Unterschied zwischen Viren und Bakterien einmal etwas genauer an. Wenn wir uns die Definition angucken, dann sind Viren infektiöse Substanzen. Sie infizieren normalerweise bestimmte Zellentypen von Pflanzen, Tieren oder auch von Menschen. Meistens gefährlich und krankheitsauslösend. Welche Typen gibt es? Der größte Teil mit mehr als 60% aller pathogenen Viren sind umhüllt von einer Lipid-, Fett- oder cholesterinreichen Membran. Der kleinere Teil ist nicht umhüllt. Die Größe beträgt 20 bis 30 Nanometer. Die Reproduktion erfolgt durch Eindringen in eine lebende Wirtszelle, die dann neue Viren produziert und freisetzt. Beispiele hierfür sind der Coronavirus, der Humanis und Aviaris, Influenza-Virus, Herpes, Simplex-Virus, Hepatitis-Virus und der AIDS-Virus HIV. Krankheiten sind Covid-19, Grippe, Windpocken, SARS und AIDS. Die Bakterien sind dagegen Organismen, sie sind Einzeller. Natürlich in der Umwelt vorkommend, ja, kommen sie in großer Anzahl innerhalb und außerhalb des menschlichen Körpers vor. Meistens harmlos, allerdings können einige Bakterien ernsthafte Erkrankungen verursachen. Es gibt als Typen Gram-positive und Gram-negative Bakterien. Bakterien sind deutlich größer als Viren. Sie haben eine Größe von ca. 1000 Nanometer. Die Reproduktion erfolgt schnell durch Zellteilung. Beispiele sind die Staphylococcus aureus, das MSSA und als gram-negative Bakterien das Kolibakterium, die Salmonellen und Krankheiten können sie hervorrufen. Das ist auch bekannt, Lebensmittelvergiftung, Hirnhautentzündung und zusätzlich die Lungenentzündung. Entschuldigung, schauen Sie sich nun die wichtigen Schritte im Replikationszyklus von Viren an. Alle Viren hängen bezüglich ihrer Proteinsynthese und ihrer Reproduktion von den Wirtszellen, zum Beispiel vom Menschen, ab. Virusinfektionen werden gesteuert durch die komplexen Wechselwirkungen zwischen negativ geladenen Umhüllungen der Viren und den positiv geladenen menschlichen Zellen. Schauen wir uns diese 5 Schritte im Einzelnen an. Erstens die Bindung. Das Virus bindet sich vorzugsweise an die Porenkanäle der menschlichen Zellen an. Zweitens der Eintritt. Das Virus oder sein Genom gelangt in die menschliche Zelle. Drittens das Aufbrechen der Umhüllung. Die Genome verlassen ihre schützende Hülle. Viertens die Vervielfältigung. Das Genom wird kopiert und seine virale mRNA, also Boten-RNA, steuert die Proteinproduktion. Fünftens die Freisetzung. Die neuen Viren werden über Porenkanäle aus den Zellen freigesetzt und während dieses Prozesses mit menschlichem Zellmaterial beschichtet. So, widmen wir uns nun der Funktionsweise. Also darunter verstehen wir, wie die Chemie den Keimen nun zu Leibe rückt. Eine seit Jahren bekannte Technologie
zur antimikrobiellen Ausrüstung basiert auf Silber, genau genommen auf Silber-Plus-Ionen. Silber-Ionen formen Komplexe mit zahlreichen Komponenten in Bakterienzellen, insbesondere mit Proteinen, die häufig schwefelhaltige Gruppen enthalten. Damit wirken Silber-Ionen nicht nur auf Funktionsproteine, die sogenannten Enzyme, im Inneren der Zelle und stören den Stoffwechsel, sondern wirken auch auf Strukturproteine in der Zellmembran und führen zu Strukturveränderungen auf Molekülebene, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Silber-Ionen interagieren auch mit den Basen der DNA, RNA der Mikroorganismen, die man auch unter dem Begriff Nukleinsäuren zusammenfasst, wodurch die Zellteilung und damit die Vermehrung gestört wird. Auf diese Weise setzt Silber an verschiedenen Orten gleichzeitig an, um bakterielle Lebensprozesse zu unterbinden. Aber Silber kann noch deutlich mehr. Silber entfaltet auch eine Wirkung gegen Viren, die wir auf der nächsten Seite sehen werden. Bei dieser Technologie, die gegen Viren und Bakterien wirkt, kommen zwei Komponenten mit sehr unterschiedlichem Wirkungsmechanismus zum Einsatz. Die Komponente A ist die Silberkomponente. Sie zieht das Virus an und deaktiviert es. Die Wirkung des Silbers auf Viren basiert zunächst auf elektrostatischer Wechselwirkung. Wie ein Magnet ziehen die Silberionen die negativ geladenen Viren an und binden eine unlösbar über ihre Schwefelgruppen Bildung von Silbersulfid. Der Virus wird damit nicht nur immobilisiert, also unbeweglich gemacht, sondern auch durch die starke Bindung an Schwefelgruppen gleichzeitig deaktiviert. Die zweite Komponente ist die Vesikelkomponente. Sie zerstört das Virus physikalisch-mechanisch. Die Technologie mit den fetthaltigen, kugelförmigen Liposomen zielt direkt auf die Lipidhülle, auf die Membran ab, die das Virus umhüllt. Die Vesikeltechnologie sorgt dafür, dass die Virusmembran den Cholesteringehalt verliert, wodurch das Virus zerstört wird. Über einen physikalischen Kontaktmechanismus senkt es Cholesteringehaltes in der Virusmembran ab. Zerstören die Liposomen das Virus sehr schnell. Das Viruspartikel ist damit nicht mehr in der Lage, neue Wirtszellen zu infizieren. Da es sich hierbei um einen physikalisch-mechanischen Wirkmechanismus handelt, ist die Komponente B der Formulierung per Definition streng genommen nicht als Biozid zu bezeichnen und zu betrachten. Schauen wir uns noch einmal die Infektionspfade an, wie man sie unterbrechen kann, am Beispiel eines unbehandelten Textils und eines behandelten Textils. Sie sehen auf der linken Seite das unbehandelte Textil. Ja, es bietet Bakterien und Viren eine geeignete Besiedlungsoberfläche. Viren und Bakterien können von der Textiloberfläche verbreitet werden. Schauen wir im Vergleich dazu ein behandeltes Textil an, dann sehen wir sehr schön schematisch dargestellt, dass Textilien, die mit geeigneten Produkten ausgerüstet sind, deaktivieren das Virus und töten Bakterien durch Kontakt auf der Oberfläche ab. Wirkungsvoll ausgerüstete Textilien minimieren somit die Weiterübertragung von Krankheitserregern, da sich an ihrer Oberfläche keine aktiven Viren und Bakterien mehr befinden. Nun möchte ich gerne die antivirale und antibakterielle Ausrüstung für einen kurzen Moment verlassen und Ihnen eine weitere Technologie kurz vorstellen. Ich spreche hier von der Barrieretechnologie gegen die Aufnahme und den Durchtritt von Flüssigkeiten. Eine thermisch induzierte Ausrichtung der Polymerseitenketten
führt zur Ausbildung einer chemischen Barriereschicht, die das Benetzen und Eindringen von Flüssigkeiten verhindert. So haben wir zum einen die Fluorcarbone auf Basis der C6-Chemie, die für eine geringe Oberflächenspannung sorgt. Dies ist sehr gut für eine Öl-, Wasser- und eine Chemikalienabweisung und ist hervorragend waschbeständig. Eine weitere Technologie ist die PFC-freien Polymere und die Beschichtung oder Ausrüstung mit diesen Produkten. Sie bieten eine sehr gute Wasserabweisung und eine gute Waschbeständigkeit. Tiefer möchte ich an dieser Stelle nicht in die Thematik einsteigen. Für welche Textilien sind diese Ausrüstung geeignet und sinnvoll? Schauen wir uns das mal einmal an. Wenn wir sehen, die Technologien, die ich Ihnen vorgestellt habe, so erkennen wir, dass sie für alle Faserarten geeignet sind. Ideal geeignet für alle Nonwovens im Einwegbereich, ja, wie Gesichtsmasken, besonders Atemschutzmasken wie N95, FFP2 oder Äquivalente. Sie sind geeignet für die Luftfilterausrüstung, medizinische Non-Woven-Produkte, zum Beispiel Operationskittel, OP-Hauben, OP-Tücher oder auch Vorhänge. Darüber hinaus aber auch, und das betrifft dann die Zeit nach Corona, nach der Pandemie, Arbeitsbekleidung und Bettwäsche im Gesundheitsbereich. Es gibt Auffrischungskonzepte, die auch möglich sind, und allgemeine Textilien, die im täglichen Gebrauch, zum Beispiel die Handtücher, Bettwäsche, Bekleidung benutzt werden. Und auch die Brands und Retailer haben großes Interesse an einer antibakteriellen und antiviralen Ausrüstung. Also auch hier ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Auch eine Kombination beider Funktionalitäten ist oftmals gewünscht und möglich. Was bietet Ihnen die CAT? Schauen wir einen Blick auf das Sortiment in diesen vier Technologien, dann sehen wir, dass wir die antimikrobielle und antivirale Ausrüstung zur Verfügung haben. Als erste Lösung die antimikrobielle. Hier reden wir von unserem ISIS AG, ja, was auf der beschriebenen Silbertechnologie beruht. Die Lösung 2 ist die Kombination aus antiviraler und antimikrobieller Ausrüstung. Hier heißt das Produkt HiQ Viroblock NPJ03 by CHT. Dies entstand aus einer Kooperation mit dem Schweizer Chemieunternehmen HiQ. Dazu werde ich Ihnen später noch mehr sagen. Dieses Produkt ist eine antivirale, antibakterielle und eine Anti-Hefe-Ausrüstung. Inaktiviert behüllte pathogene Viren innerhalb von wenigen Minuten. Was wichtig ist, wenn wir uns beispielsweise die Visite im Krankenhaus vorstellen, da hilft keine Lösung, die über eine halbe Stunde und länger geht. Hier muss die Ausrüstung innerhalb von wenigen Minuten wirken, was bei diesem Produkt gegeben ist. Und wie vorhin gezeigt, wir reden über eine kombinierte Silber- und Vesikeltechnologie. Einsatzbereiche sind das Hygienemanagement. Es verhindert die Besiedlung von Textiloberflächen mit Keimen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist das Geruchsmanagement. Es verhindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Es ist waschbeständig nach ISO 6330 und für alle Faserarten geeignet. Es gibt gewisse Einschränkungen bei Wolle, Seide und Standardviskosen. Schauen wir uns ein bisschen tiefer das HiQ Viroblock NPJ03 bei CHT einmal an. Dann sehen wir, dass es unterschiedliche USPs hat. Wie schon beschrieben, ist es auf allen Faserarten, Textilarten und Non-Woven kann es eingesetzt werden. Es ist applizierbar mittels kontinuierlicher Standard-Nassveredelungsprozessen, dem Fullert oder dem Pflatschverfahren. Es wird appliziert in 5-20% bezogen auf das Warengewicht und es ist kein Gefahrgut. Sie können übliche Transport- und Lagermethoden einsetzen. Es wird
sehr schnell, wie vorhin gesagt, und es wirkt antiviral, antibakterizid und antihefe. Gehen wir zu den Barriereausrüstungen. So hat die CAT auch Ihnen hier zwei Lösungen anzubieten. Wir reden einmal über die wasserabweisende Ausrüstung, die PFC-frei ist, ja, und auf der PFC-freien Polymertechnologie beruht. Das ist die Produktfamilie der Ecoperle. Gehen wir in ein sehr hochwertige Ansprüche, die erfüllt werden müssen, dann bieten wir unsere Produktfamilie der Tubigarde an. Hier sehen wir, dass wir zusätzlich zu der wasserabweisenden Ausrüstung auch eine Öl- oder eine Chemikalien- oder eine Blutabweisung haben. Diese Technologie beruht auf der C6, auf der Fluorchemie-Technologie. Sie verhindert das Benetzen mit und den Durchtritt von Flüssigkeiten, bildet eine Barriereschicht gegen den Durchtritt von Keimen, ist waschbeständig nach ISO 6330 und ist für alle Faserarten geeignet. Ja, ich habe Ihnen versprochen, noch ein paar Worte zu der Kooperation zu sagen. Normalerweise ist die CAT und die Firma HiQ sind Konkurrenten. Ja, wir arbeiten in einem ähnlichen Segment. Doch als wir gesehen haben, dass man in der Pandemie Lösungsmöglichkeiten hat und wir eine Aktivität in diese Richtung verstärken wollten, haben wir uns dazu entschlossen, eine enge Kooperation mit HiQ einzugehen in diesem Viroblock und haben eine Lizenzvereinbarung gemacht. Wir dürfen das Produkt selbstständig produzieren und vermarkten und unterstützen damit HiQ in der im weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie. Von der Leistungsfähigkeit des Produktes sind wir absolut überzeugt und wir können durch die schnelle Einführung des Produktes maßgeblich zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie beitragen. Wir erwarten weiterhin eine Steigerung der Nachfrage nach Schutzbekleidung und streben somit weltweit eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, mit den Textilunternehmen sowie mit Brands und Retailern an, um diese Pandemie wirklich möglichst zügig zu bekämpfen, aber darüber hinaus auch Möglichkeiten zu suchen, diese hervorragenden Technologien auch nach der Pandemie fortzuführen und neue Marktsegmente da zu erschließen. Jetzt kommen wir schon zu der Zusammenfassung. Wir haben Informationen bekommen über die Infektionswege von Coronaviren. Wir haben den Unterschied zwischen Bakterien und Viren gesehen. Wir haben gesehen, wie chemische Ausrüstungen funktionieren und wirken, auf welchen Textilien diese Ausrüstungen eingesetzt werden können. Und wir haben kurz über die Lösungen, die die CAT zu bieten hat, gesprochen. Ebenso habe ich Sie über die Kooperation von der CAT mit HiQ informiert und warum wir diese Kooperation getätigt haben. Wenn Sie weiteres umfangreiches Informationsmaterial benötigen, schauen Sie einfach auf unserer Homepage unter www.cat.com nach. Hier finden Sie eine aus meiner Sicht sehr interessante Präsentation zu den Schutzmasken. Wir haben Ihnen eine Präsentation zur Verfügung gestellt für medizinische Textilien und, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Corona und Flock. Die CAT bietet auch Klebstoffe an für kosmetische und pharmazeutische Applikationsstäbchen. Und wir freuen uns, dass wir auch hier einen Corona- oder einen Anti-Corona-Beitrag leisten können. Ja, wir liefern auch den Klebstoff für einige Corona-Testkits an. Ja, und schon sind wir am Ende dieser Präsentation angekommen und ich darf mich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Danke sage ich auch an den AFBW, der uns als CAT die Möglichkeit gegeben hat, das Tutorial auf ihrer Webpage zu veröffentlichen. Danke auch an meinen Mitarbeiter und Kollegen Robert Zischka, der an der Vorbereitung dieses Tutorials beteiligt war. Ich habe Ihnen die Kontaktdaten zur CAT direkt zur technischen Serviceabteilung Finishing hier aufgeführt. Nehmen Sie diese reichlich wahr. Wir sind für Sie da und ich freue mich, wenn wir hier auf diesen Gebieten deutlich enger zusammenarbeiten können. Zum Schluss möchte ich Sie, meine Damen und Herren, einladen, die Krise als Chance zu sehen. Denn viele Textilunternehmen haben neue Geschäftsmodelle entwickelt und somit neue Marktsegmente erschlossen, zum Beispiel mit Schutzbekleidung. Die Chemie und damit die CAT hilft Ihnen gerne dabei, diese Marktsegmente nachhaltig auszubauen. Gemeinsam sind wir stark, davon bin ich überzeugt. Oder wie eingangs gesagt, der Stoff macht's und die Chemie bringt's. Sie bringt die Funktionalität und sie bringt den Added Value auf Ihre Artikel. Ich bin davon überzeugt, dass systemrelevante Textilien zukünftig wieder in die Bundesrepublik nach Deutschland und die EU zurückkommen und hier produziert werden. Also, worauf warten wir? Packen wir es an? Damit verabschiede ich mich bei Ihnen und sage auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.